So, PS4 Menüführung. Ich persönlich finde es ja geil, weil es ist so übersichtlich. Du hast echt nur eine Linie, die du vorwärts und rückwärts eben upscrollst, hast darunter noch ein paar Unterkategorien, wie man jetzt hier an Knack sieht, oder Knack, wenn man es richtig ausspricht. Call of Duty, hast halt deine ganze Spielesammlung eben auch da in der Bibliothek. Weiß ich nicht, was reinkommt, weil ich bin ja ganz neu. Ich wusste, habe noch nichts gemacht, was da reinkommen könnte. Man kann sich auch noch Videos anschauen, das finde ich auch klasse. Natürlich jetzt nicht nur die Promotion-Sachen von PlayStation, sondern auch eben Sachen, die im Internet sind, wie jetzt zum Beispiel ein Trailer von Pacific Rim. Wir dachten immer, außerirdisches Leben käme aus dem Weltall. Doch es kam aus der Tiefe des Pazifik. Tja, Roboter und Aliens werden wir sicherlich später noch genügend auf der PS4 sehen. Wir sind aber jetzt im Menü und da kann man sich auch, wie gerade gesehen, Musik angucken. Man kommt ins TV-Programm, man kriegt Mitteilungen, was eben so wie passiert ist. Man sieht seine Freunde, Nachrichten aus Facebook und dem PSN-Netzwerk. Natürlich auch noch ein bisschen Trophäen kann man sich auch angucken. Also eben alles, was man so ein bisschen gemacht hat, aber ganz wichtig immer die Einstellungen. Und ganz wichtig im PSN in Verbindung mit Facebook sind Privatsphären-Einstellungen. Das ist generell ja schon so ein Thema, da muss man sich echt mit beschäftigen und auch hier ganz wichtig das machen, weil zum Beispiel Nachrichten ist die Grundeinstellung, dass dir wirklich jeder von überall dir Nachrichten schicken kann. Ich persönlich mag das nicht. Wenn man ein offener Mensch ist, kann man das natürlich gerne machen, aber ich bin ja einsam und allein und deswegen muss ich das auch immer so einstellen. Ist einfach nicht gut. Aber genug vom Trübsal, man kann natürlich noch andere Einstellungen nehmen, wie zum Beispiel das Login, dass man sich automatisch einloggt, Kindersicherung, Systemspeicherverwaltung, Software-Updates, alles mögliche. Muss ja auch sein. Videoeinstellungen kann man auch machen, denn wem zum Beispiel diese Hintergrundmusik, dieses Dü-Lü-Lü-Lü nervt und auch diese ganzen Tastentöne, das kann man alles ausstellen. Ich persönlich finde es aber ganz amüsant, deswegen lasse ich das immer gerne drin. Ja, alles in allem kann man sagen, die PS4 ist wirklich sehr übersichtlich in der Menüführung im Vergleich zur Xbox One, ist aber nur meine Meinung. Es ist halt wirklich straight, klein und man kann alles auf einem Hieb wirklich sehr schnell finden. Ich find's klasse.